So, liebe Zuhörer, es geht wieder mal ein bisschen um das Thema Saft und Kraft los. Da gibt es doch die meisten Interessenten und die meisten Patienten, nein, eine ganze Reihe von Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, berichten so ein bisschen zwischen den Zeilen, naja, es ging auch schon mal alles besser. Liegt das nun an dem Alter oder gibt es auch noch andere Gründe? Frau Professor König, was können Sie dazu fachlich preisgeben? Ja gut, an dem Alter, klar. Aber es haben sicherlich auch jüngere Patienten, die das schon haben. Saft und kraftlos. Nein, denken Sie doch einfach mal an Ihre Kraftwerke, die Mitochondrien. Also bezeichnet werden sie als Kraftwerke, weil sie unsere Energie produzieren. Und ohne diese Energie leben wir nicht mehr. Das sterben wir sofort. Ja. Und diese Mitochondrien sind, wie gesagt, für die Energie zuständig, also unsere Kraftwerke, aber auch für ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Sie regulieren, ja. Also sehe ich ja tatsächlich, wie Sie schon richtig sagen, auch bei jungen Menschen, also da kommen die Eltern und berichten von ihren Kindern, die irgendwie Probleme mit der Schule oder so haben. Und im Grunde genommen sagt man, ja, früher hieß es, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Da sagen die Eltern, die gehen heute gar nicht mehr feiern. Also ist das denn auch schon bei jungen Menschen so gravierend? Beobachten Sie das in Ihren Messungen, in Ihrem Labor auch? Leider ja. Also wir sehen selbst bei Kindern teilweise schon, dass ihre Mitochondrien eigentlich hinüber sind. Natürlich kann man das wieder hinkriegen, ja, also keine Sorge. Aber es muss halt rechtzeitig erkannt werden, also Sie zum Beispiel, Herr Wichert, müssen es rechtzeitig erkennen und dann natürlich auch therapieren. Und die Therapie, ja gut, die kann natürlich etwas länger dauern. Also die Patienten müssen schon geduldig sein. Also wenn es eine Kleinigkeit ist, dann kann das vielleicht in 4 Wochen weg sein. Aber wenn sich das schon über Monate oder Jahre oder bei einigen sogar Jahrzehnte entwickelt hat, ja, dann müssen sie Geduld mitbringen, die auch ein halbes Jahr, ein Jahr bis 2 Jahren dauern kann. Kann man diese Energie denn irgendwie speichern? Kann man da ein bisschen mehr essen und sagen, so, dann habe ich auch mehr Kraft? Leider nein. Nein, die Energie wird produziert und verbraucht. Der Körper produziert nicht Energie im Voraus. Ja. Also ist das ähnlich wie mit unseren Windkraftwerken, die sozusagen die Energiespitzen gar nicht abdecken können, wofür wir im Grunde genommen Kraftwerke unter Dauerstrom halten müssen, damit das geht? Genau so. Sie müssen sich so um ihre Mitochondrien kümmern, dass sie die normale Arbeit tun. Aber wenn sie auf einmal Energie brauchen, weil sie, was weiß ich, Kopfstand machen wollen, Dauerlauf, Energie brauchen, weil sie sich konzentrieren wollen, ein gutes Buch lesen, was auch immer, dann müssen sie so trainiert sein, dass sie dann auch die Energie liefern können. Also greift hier auch das Motto Use it or lose it? Auch. Also das bedeutet im Grunde genommen, wenn ich jetzt extensiv trainiere, dann tue ich meinen Mitochondrien etwas Gutes. Oder wenn ich jetzt dauerhaft sage, ein Buch lesen kann ja auch über 16 Uhr noch mehr Stunden gehen. Ist das grundsätzlich zu empfehlen? Naja, es ist immer so. Hat alles 2 Seiten. Die Medaille hat 2 Seiten. Übertrieben ist immer schlecht, zu wenig ist auch schlecht. Oder man sagt, die Dosis macht das Gift. Ja. Also Sie können, wenn Sie Sport treiben, heißt es immer moderaten Sport. Wenn Sie jetzt zu viel Sport treiben, dann machen Sie vielleicht, dass Ihre Mitochondrien sich vermehren, mehr Energie machen können, aber Sie gefährden auch Ihre Mitochondrien. Weil bei dieser Arbeit werden leider auch Sauerstoffradikale gebildet. Also Sie können dann wieder schädlich sein. Also es muss immer moderat sein. Aber das können Sie hinterher testen, ob das zu viel war oder gerade richtig ist. Auch lesen, natürlich, abgesehen davon, dass sie vielleicht ihre Augen kaputt machen, wenn sie 16 Stunden und mehr lesen, ist auch dort die Energie immer, die Dosis macht das Gift. Ich glaube, das ist ein Satz, den sollte man sich merken. Nun geht es ja auch um das Thema gesunde Ernährung. Wir sprechen da über mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die ja essentiell sind, weil man sie essen muss. Das betrifft natürlich auch andere Substanzen. Wie muss man das beurteilen? Ja, also es ist sich vielleicht etwas sehr komplex, aber die Mitochondrien sind zusammengebaut, auch aus Fetten. Und sie haben etwas ganz Besonderes, sie brauchen eine bestimmte Fettsorte. Und das sind halt auch die ungesättigten Fettsäuren. Sonst können die nicht arbeiten. Also ist natürlich die Fettsorte schon sehr entscheidend. Und welche Bedeutung haben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu dem oxidativen Stress, den ich bei einer starken Mitochondrieninanspruchnahme ja zwangsläufig erzeuge? Ja, da ist wieder, die Medaille hat 2 Seiten. Wenn Sie sehr viel Fett, ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, können die sehr, sehr leicht oxidiert werden und sind dann gefährlich für den Körper. Das heißt, wenn Sie eine Stresssituation haben, also sehr viel kaputte Mitochondrien, die viel Sauerstoffradikale machen oder eine chronische Entzündung und nehmen dann ungesättigte Fettsäuren, ist das nicht unbedingt gut.
Also würde ich mit den mehrfach ungesättigten Fettsäuren grundsätzlich ein Hochleistungskraftwerk erzeugen, aber wenn ich nicht über ausreichend Kühlung und Abgasrückführung bzw. Antioxidation sorge, brennt mir der Motor durch. Sie haben wieder fantastische Vergleiche, dem kann ich auch nichts hinzufügen. Ja, lieber Zuschauer, ich hoffe, dass auch Sie dem haben folgen können. Und bei unserer nächsten Folge, ich hoffe, ich werde das Gespräch gleich noch weiter fortführen können, werden wir dann über spezielle mitochondriale Profile sprechen.